Also, jetzt geht's los. So richtig geile Autos machen nicht so, sondern so. Erleben Sie am 10. Oktober die Zukunft des Automobils auf der Bazzaro Electric. Von 12 bis 18 Uhr gibt's die neuesten E-Fahrzeuge verschiedener Marken, interessante Vorträge, Informationsangebote und Ausbildungsberufe rund um das Thema E-Mobilität. Und natürlich auch elektrische Mitfahrgelegenheiten. Und das Ganze ohne Lautes. Die Bazzaro Electric am 10.10. 12 bis 18 Uhr auf dem Erich-Weinert-Platz. Hallo Bazzaro! Wunderbar. Herzlich willkommen zu Bazzaro Electric. Was fährst du? Darf ich ja nicht sagen, da werde ich von euch verhauen. Ein Plug-in-Hybrid. Und die Technik, ne? Dass man einfach sich damit beschäftigen muss. Weil Verbrenner, sagen wir mal ganz ehrlich, ist immer vorbei. Ja, aber die Kinder, habe ich schon gesagt, die kriegen alle ein Elektro. Und das hat mich so begeistert eigentlich, das elektrische Fahren. Dass wir plötzlich so schnell mit der E-Mobilität weiterkommen, ist einfach genial. Macht Riesenspaß. So, Bazzaro Electric. Hier Elektroauto-Veranstaltung. Der Superlative, die Michael Tobias hier aufgebaut hat. Wir hatten leider mehrfach Probleme mit den Streams, irgendwie bricht hier das Internet immer ab, aber deshalb gibt es halt eben jetzt dieses Video. Über 40 Nutzerinnen und Nutzer von Elektrofahrzeugen stellten ihre privaten E-Autos zur Schau und standen den Besuchern Rede und Antwort. Hierfür stellte die Firma HeyCharger Ladepunkte bereit, an denen das Laden von Elektrofahrzeugen im Realbetrieb den Zuschauern und Besuchern demonstriert werden konnte. Die Volkswagen AG stellte einen mobilen Schnelllader zur Verfügung, an dem zwei Fahrzeuge zeitgleich mit 100 kW Ladeleistung und CCS wieder aufladen konnten. Zudem verfügte der Schnelllader mit 200 Kilowattstunden Akku über zwei weitere AC Typ 2 Anschlüsse mit je 22 kW Ladeanschlussleistung. Dieser Schnelllader war bereits 2 Minuten nach dem Abladen vom LKW einsatzbereit, da er komplett netzunabhängig funktioniert. Neben interessanten Interviews auf der Bühne waren dank der Händler nahezu alle Elektrofahrzeuge am Markt vertreten. Neben ungewöhnlichen Fahrzeugen wurden auch ganz konventionelle Zweiräder Probe gefahren. Und wie viel Liter verbraucht der so? Nix. E-Rocket geht an die 90 Stundenkilometer, hat 120 Kilometer Reichweite, hat keinen Gasgriff, nur Pedale, macht Riesenspaß. Ich bin jetzt bei Frank Müller vom BEM, Bundesverband E-Mobilität. Richtig, genau. Magst du dich mal vielleicht einfach nochmal trotzdem kurz vorstellen und was ihr so macht? Sehr gerne. Also ich vertrete hier den Bundesverband E-Mobilität. Wir sind der größte Verband für E-Mobilität in Deutschland. Wir sind ein reiner B2B-Verband, das heißt, wir sind unternehmergetrieben. Wir haben über 300 Mitglieder. Das Wichtige ist, E-Mobilität hat drei Bereiche. Also ein Bereich ist natürlich Ladeinfrastruktur, der zweite Bereich ist Autoherstellung, Autozulieferer und der dritte Bereich ist natürlich Energieversorger. Nicht? Das heißt, wir müssen hier drei neue Branchen miteinander verbinden, die vorher relativ wenig miteinander zu tun hat, besonders so ein Energieversorger mit Automobilindustrie war wenig gemeinsam unterwegs. Wir haben eine ganz breite Palette von Mitgliedern, kleine Start-up, die vielleicht Ladesäulen-Software bauen, über mittelgroße Unternehmen wie Stadtwerke, die bei uns dabei sind, bis hin zu großen Versicherungen. Die Allianz ist bei uns Mitglied, GLS Bank, eine grüne Bank ist bei uns mit. Die Initiatoren der Giro E-Zahlverfahren. Ganz genau, richtig, ne? Richtig, sehr richtig, genau. Ja. Giro E ist ein ganz tolles Bezahlungssystem für Ladesäulen, sehr unkompliziert. Man kann einfach mit seiner IC-Karte abrechnen, hat aus meiner Sicht sehr, sehr viel Zukunft, dieses Bezahlsystem. Jetzt sehen wir uns hier in Bazzaro auf der Bazzaro Electric. Jetzt ist ja Bazzaro noch nicht so der e-mobile Hotspot, ja, möchte ich mal sagen, um es höflich auszudrücken. Jetzt ist aber hier doch eine recht große Veranstaltung zusammengekommen, ne, mit wirklich großen Mitspielern, also wirklich alle großen Marken sind hier vertreten und sowas. Ich frage mal ganz plakativ, hättet ihr euch selber vor 5 oder vor 10 Jahren träumen lassen, dass ihr in Bazzaro hier steht
dass VW hier einen mobilen Schnelllader hinbringt, dass hier Porsche mit einem Taycan steht, dass hier Audi mit einem e-tron steht, dass ihr hier in einem elektrischen Taxi von LEVC sitzt. Hättet ihr euch das selber erträumen lassen? Also, Steve, finde ich genau den richtigen Punkt. Also ich hätte mir das niemals vorstellen können vor 5 Jahren, vor 10 schon gar nicht, dass wir plötzlich so schnell mit der E-Mobilität weiterkommen. Das ist einfach genial. Nicht? Und dann mit dieser Auswahl, nicht? Ob es verschiedene Ladestationen sind, Schnellladestationen, normale Wallboxen und natürlich auch, wie du richtig gesagt hast, die Auswahl von Autos. Ich habe gerade dann das neue Auto von Honda gesehen. Das ist einfach genial. Wie empfindest du diese Veranstaltung hier? Also ich bin sehr, sehr begeistert. Erstmal den Zuspruch, den diese Veranstaltung hat, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt, sagen wir mal, so bauchmäßig mit einem Drittel der Besucher gerechnet. Selbst bei so einem jetzt, sagen wir mal, herbstlichen, fast Regenwetter sind dann noch so viele Menschen hergekommen. Bin ich echt sehr positiv überrascht. Und ich finde eben, E-Mobilität muss auch auf dem Land funktionieren, auch in Kleinstädten funktionieren. Das ist nicht nur ein Thema für Großstädte, sondern eben auch im ländlichen Bereich. Und das Spannende finde ich zum Beispiel, wenn man nach Norwegen guckt, da sind eben auf dem Land, gibt es auch ganz viele E-Autos. Die Leute haben da jetzt keine Einschränkungen in ihrer Mobilität, sondern die nutzen da ganz normal, wie jeder andere, sein Diesel oder Benziner, das E-Auto. Und das ist immer ein tolles Beispiel für mich, wie das funktionieren kann. Das war dann wohl die erste Bazzaro Elektrik. Vielen Dank. Hat auch irre Spaß gemacht.